Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Ja, jetzt sind wir hier wieder vor diesem Eingang auf dem Weg zum Kristallpalast. Und jetzt habe ich mal eine kleine Überraschung für euch, denn ich habe ein bisschen abgelevelt und mich entschieden, für welche Berufe ich zumindest im Moment ich wählen werde. Und es sieht so aus. Luneth bleibt ein Dunkelritter. Und zwar aus dem Grund, dass er einfach... ja, mehr schon gelevelt hatte als Ingus und schweren Herzens habe ich Ingus zum Evokateur gemacht. Ich hätte natürlich lieber Ark als Schamane und Evokateur oder so. Also ihn einfach als Magier belassen, sodass Ingus der tolle Dragoon bleiben kann. Das ist ja jetzt aber nicht weg. Der Stand ist ja gespeichert. Also wir können ja immer wieder ihn zum Dragoon machen, wenn uns danach ist. Aber ich brauchte halt einen Evokateur und einen Schamane. Denn ich finde das eigentlich ziemlich cool, wenn wir starke Attacken als Evokateur auch später haben, wenn wir halt in diese Bosskämpfe jetzt geraten. Refia ist eine Ninja-Kämpferin. Ich hätte das jetzt doof gefunden, doch noch am Ende des Spiels irgendwie sie jetzt doch als Heilerin zu machen. Natürlich wäre das auch eine Option gewesen, um den Dunkelritter bei... ja, seinen Stufen oder das nicht als Verlust zu sehen, da jetzt hochgelevelt zu haben. Denn im Moment sieht es so aus, dass der jetzt schon auf Stufe 92 ist. Ingus ist als Evokateur gerade auf Stufe 33. Das sind natürlich jetzt keine optimalen Berufsstufen. Aber wir reden jetzt hier von einem Tag. Also ich trainiere wirklich privat gerade Stunden, um in der nächsten Aufnahme wieder da zu sein, wo wir jetzt gerade sind. Wie gesagt, das letzte Mal waren sie jetzt... bei neuen Berufen bei Stufe 1, jetzt sind sie bei Stufe 33, das ist schon mal ganz gut und wir leveln ja auch weiter, während wir kämpfen, aber dass wir so ein bisschen wenigstens eine Chance haben oder ich eine Chance habe, etwas durchzukommen und mich nochmal darauf einzulassen, was da als nächstes auf uns zukommt. Wie man sieht, ist der Dragoon nämlich auf 49 gewesen, das ist nicht ganz genauso gut, aber wie gesagt, wir können ihn wieder umändern, wenn ich irgendwie merke, der Evokateur, der tut's überhaupt nicht. Aber ich habe eigentlich gelesen, dass er es tut. Bisher, wenn ich die Beschwörung jetzt in meinen Trainingskämpfen gemacht habe, bin ich noch nicht davon überzeugt. Die Angriffe sind noch nicht wirklich stark von den Bestien, nenne ich sie jetzt mal. Oder den Göttern. Aber okay. Ninja ist auf Stufe 35 und der Schamane auf 26. Das ist nicht gut und ich weiß auch gar nicht, warum der so... ja, dass der weniger ablevelt als die anderen, vielleicht, weil er hinten steht. Vielleicht muss ich beim Training einfach mal den Ark nach vorne holen. Ich glaube, wenn die nämlich hinten stehen und man trainiert, kriegen die weniger Erfahrungspunkte ab. Und deswegen ist er noch auf Stufe 26. Aber er ist ja auch nur ein Heiler. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ja, wie ich schon letztes Mal meinte, ich werde es bestimmt nicht jedem recht machen können. Aber da ich, wie gesagt, ein Heiler ist anscheinend unvermeidbar. Und ich wollte Ingus jetzt ungern in dieses Kinderkostüm quetschen. Und da Ark zuletzt bei uns eh schon immer ein Heiler war, war das so meine Begründung, ihn jetzt zum Schaman zu machen und ihn zum Heiler zu machen. Und nicht unbedingt Refia damit so aller, oh, das ist ja so niedlich, das Kostüm, das kann ja das Mädchen haben. Nee, ich möchte, dass mein Mädchen eine Kämpfernatur ist und Ark ist halt, hat jetzt Pech und muss sich in das Hasenohren, Katzenohren-Ding-Kostüm stecken. Ja, noch irgendwas, wie gesagt, ursprünglich wollte ich Luneth eigentlich später als Evokateur machen, aber wie gesagt, der hat so gut abgelevelt. Wenn der jetzt schon auf 92 ist, dann erwische ich bald die, ich weiß gar nicht, es geht, glaube ich, bis Stufe 99 oder so. Und wenn er dann da angekommen ist, dann kann ich ja immer noch anfangen, was anderes für ihn zu nehmen. Dann wird er eben noch irgendwas anderes. Dann können wir mit ihm mal so andere Sachen ausprobieren, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, wie Wikinger zum Beispiel. Den Baden hatten wir auch noch nicht gesehen, solche Sachen. Im Intro ist er ja, glaube ich, ein Rotmagier, aber ich finde, dass der Rotmagier genauso wie diese Mischmaschform von Zaubersachen nicht so stark sind. Zumindest steht es überall so geschrieben, dass man sich eher für eines entscheiden soll, als so ein Mischmasch zu haben, ob ich würde es am besten finden, es hätte am Ende dieses Spiels, wo man ja die letzten Berufsstufen abbekommt, eine Mischung aus allem gegeben, wo aber kein Stärkeverlust halt ist. Also so, dass Schwarz- und Weißmagier automatisch wegfällt und man eh nur noch das eine haben kann, mit dem man beschwören kann, mit dem man Schwarzmagier und Weißmagie machen kann, der einfach ein richtiger Magier ist und mit allem, was dazugehört, aber genauso stark natürlich wie die anderen. Das hätte ich am besten gefunden, dann muss man sich nicht entscheiden, weil man kriegt ja gar nicht alles hin. Egal, wer dieses Spiel spielt, der muss sich immer auf vier Berufe entscheiden. Und das ist dann schon auch manchmal echt blöd, wenn man dann abgelevelt hat und dann schon wieder bei Null anfangen muss. So, jetzt gehen wir aber in die Höhle.
Ich will ja nicht nur immer sabbeln. Und ich habe hier auch noch Sachen eingesammelt gehabt, aber nur am Anfang. Bin jetzt schon 100.000 Mal hier rumgerannt, um zu leveln und so, aber das macht ja nichts. So. So, ab hier war ich links nochmal, da waren zwei Kisten. Hat man gerade noch kurz gesehen, da war nichts Besonderes drin, Items, die wir schon hatten. Die anderen habe ich extra nicht angerührt. Wir werden jetzt hier mal kurz noch einige Kämpfe haben, aber wegen den Kisten wollte ich das mit euch zusammen noch machen. Ich verteidige mal, ich überlege gerade, ob ich genug Heilportionen jetzt eigentlich eingekauft habe, weil es ja jetzt weitergehen soll. Naja, kriegen wir schon hin. Ja, wie man sieht, ist Refia wieder die alte Refia, da sie jetzt abgelevelt hat. Und unsere normalen Stufen sind ja eh immer weitergegangen. Also das sind ja die HP-Stufen und also die Lebenserfahrung sozusagen, die Lebenspunkte, sagen wir es eher so. Und die sind ja eh immer weitergegangen. Das heißt, wir sind jetzt auch schon über 3000. Das finde ich sehr, sehr gut, denn wir wissen ja gar nicht, was hier noch alles auf uns zukommt. Und da kann das nicht schaden, mehr Lebenspunkte zu haben. Und die sind ja sowieso immer gleich. Egal, ob die Berufsstufen sich ändern und man da bei Null anfängt. Das finde ich sehr gut, dass das getrennt ist wenigstens. Denn das wäre ja schrecklich, wenn der jetzt dann auch noch immer Lebenserfahrungspunkte nur 100 hätte, weil er einen anderen Beruf wählt. Also so ist das schön getrennt, so läuft das. So, jetzt darf ich die nächsten Kisten natürlich nicht übersehen, die wir nicht eingesammelt haben. So, hier waren wir ungefähr, glaube ich, das letzte Mal. Die hatten wir schon. Hier unten waren, glaube ich, diese drei Kisten. Genau, die hatten wir auch schon. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Noch ein Kampf. Macht nichts. Ein Hinterhalt. Oh nein, oh nein. So, dafür kriegst du ordentlich einen auf den Deckel, ist ja wohl klar. So. Ach, die lebt sogar noch. Na gut. Kann ja nicht schaden. Man levelt übrigens so am besten. Auch da hatte ich mich jetzt belesen, um schnellstmöglich zu leveln. Habe ich immer geguckt, wo geht man am besten hin und wie macht man das am besten. Und dann ist es tatsächlich so, man kriegt halt keine Punkte pro Kampf. Erfahrung am meisten einfach pro Kampf, sondern immer pro Runde. Das heißt, wenn man einfach alle immer auf Verteidigen macht in den Kämpfen, sodass die sich mal einen Moment nicht wehren, sozusagen, und einfach nur abwarten und man das so zwei, dreimal macht, dann hat man meistens nach einem Kampf, egal mit wem, auch schon wieder eine Berufsstufe höher. Also man muss halt quasi immer nur ein bisschen länger aushalten, weil wenn die zu stark werden, dann besiegen sie die Monster natürlich auch schnell. Wenn man zwei Nahkämpfer hat, dann machen die den platt. Und damit das vermieden wird, geht man einfach auf Verteidigen, so. Und dann, ja, so, hier waren wir. Denn hier ist noch eine Kiste, die wir noch nicht hatten. Im Moment werde ich jetzt aber nicht groß verteidigen. Das mache ich nur so, weil wir dann schneller hier durchkommen, weil ich will jetzt mich nicht zu lange hier aufhalten an diesem Ort. Ich will schnellstmöglich in den Kristallpalast, damit wir in diesem Part noch ein bisschen mehr davon sehen. Außerdem habe ich da auch schon immer ein bisschen trainiert und da sind auch noch überall Kisten. Und das wäre schade, wenn wir das in diesem Part nicht zusammen noch sehen können. Weil ich muss ja immer daran vorbeigehen. Und das ist so schrecklich und ich will doch wissen, was da drin ist. Prima. So, seine Stufe ist wieder gestiegen. Das ist schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Phönixfee. Aha. Okay. So. Ja, Lunis war ich schon arg. Sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber
Ist halt so kawaii. Das ist so süß. Oh, süß, kawaii. Ist halt so der japanische Flair. Und ich liebe Japan, nur dass ihr es wisst. Aber ich würde trotzdem einen Krieger nicht in so ein Kostüm eigentlich stecken. Also das ist schon doof, glaube ich. Protesring. Was ist denn ein Protesring? Das will ich jetzt eigentlich mal wissen. Protesring? Also ich meine, ist das was für die Hand? Tatsächlich. Abwehr 18. Was haben wir? Abwehr 20? Vielleicht jemand, der eh nichts Gutes. Abwehr 13? Abwehr 15? Abwehr 13? Ja, dann kriegst du mal den Protesring und darfst dich mal ein bisschen mehr schützen. Das finde ich gar nicht schlecht. Dann hat er eine gute Abwehr wenigstens. Dafür, dass er halt so aussieht, wie er aussieht. Jetzt können wir einmal nach links und rechts, aber erstmal holen wir uns die Kiste hier. Heilige Lanze. Ach so, da brauche ich gar nicht nachgucken. Das ist bestimmt für den Dragoon. Was kommt hier? Und die wieder. Die zwei Steine. Die sehen ja nicht aus wie so ein... wie heißen die denn nochmal? Jetzt komme ich während des Kämpfens gerade nicht drauf. Na, wie diese Tiere halt. Die sind sowieso so irgendwie an Tiere immer angelehnt teilweise. Aber dann halt immer so eine Mischung aus zwei Tieren. Na, wie heißen die denn nochmal mit dem Panzermensch? Ein Gürteltier, genau. Das meinte ich. So, jetzt gehen wir einmal nach links und dann müssen wir aber auch einmal nochmal nach rechts. Auch wenn es hier oben jetzt dann gleich weitergeht. So, einmal hier noch die Kiste. Höllenkrallen. Ist das nicht was für... unsere Ninja? Nee, das ist bestimmt was für unseren Mönch. Ja, na gut. Ach, Mano. Lass mich doch mal in Ruhe hier rumgucken. Geht doch. Prima. So. Weiter, 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 weiter. Ach so, dann doch nicht. Habe ich mich geirrt? Na gut. War hier gar nichts mehr. Ach, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich hier auch immer rumrenne und dann passierte gar nichts. So, ich musste extra immer so langsam gehen und damit überhaupt mal ein Monster kommt. Und jetzt, wo ich aufnehme, kommt natürlich wieder eins nach dem anderen. Ne? Ist klar. Vorführeffekt. So, kurz und schmerzlos. Zack, und wieder Berufsstufe gestiegen. Und auch von Griffier seht ihr, das ist doch super. Dann können wir das hier zusammen erledigen. Das Ableveln, dann gehen wir mal nach oben. So, jetzt sind wir nämlich hier draußen. Jetzt speichere ich einmal hier ab. Am besten hier einmal, so. Genau. Und dann gehen wir rein. In den mysteriösen Kristallturm. Jetzt kann man hier vorne lang, aber es gibt hier links und rechts auch überall noch Kisten, die holen wir uns erstmal. Enthielt Lilithkuss, okay. Oh, jetzt bin ich hier runtergerannt, Entschuldigung. Das war doof. Ich wollte eigentlich die Treppe rechts runter, es war ungeschickt. So, jetzt beschwören wir mal wieder was, weil der Ingus kann ja zumindest jetzt unsere Sachen beschwören. Was hatten wir denn noch nicht? Den Ramu... Ich weiß nicht, ob wir den Ramu schon hatten. Ich mach ihn mal.
Was mich immer so irritiert an diesem Kampf mit diesen Monstern, warum sehen die denn jetzt eigentlich immer aus wie Unai und Doga? Ich weiß es nicht, aber wir holen uns mal unsere Schätze. Elfenbogen. Ach, wie cool. Und sie ist jetzt aber gar keine Bogenschütze mehr. Das, wie gesagt, die hatte aber so ein hohes Level. Ist kein Problem, sie immer umzumodeln. Chocobos Zorn. Einmal noch runter, bitte. Und wieder ein Angriff, war ja klar. Nicht, dass uns langweilig wird hier. Die Musik ist aber auch sehr schön. Und auch er kann mit Magie hier noch ein paar Sachen machen. Zumindest wenige Angriffe wie Eroga. Angeblich wird man aber später hier im Kristallturm noch weitere auch Angriffsmöglichkeiten, glaube ich, für den Weißmagier bekommen. In diesem Fall Schamane halt. Wäre gut. So, der beschwört uns hier wieder ein, Heini. Nee, das lasse ich mal. Ich gehe mal verteidigen. Der ist auf jeden Fall weg. Der ist auch auf jeden Fall weg. Sehr gut. So, schnell die Kisten holen. Chocobos Zorn, alles klar. Und Weißmoschus, okay. Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Vergesst die Wirkungen auch immer, weil ich die ja noch nie benutzt habe. Ja, dann haben wir hier wieder so einen Medusa-Kopf. Hier können wir wieder gut was beschwören. Nehmen wir diesmal Alfred. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte, deswegen ich nehme die jetzt einfach alle nochmal so halbwegs durch. Noch macht er nicht viel Schaden, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ich weiß es nicht. Berufsstufe, sehr gut, sehr gut. Aber echt schön. Ach, Leute. Dann beschwören wir mal diesmal wieder jemanden. Und zwar nehmen wir diesmal nochmal Odin. Angreifen. Vitra. Leider vorbei. Toll. Der kann uns auch noch saugen. Das ist doof. Den machen wir jetzt mal ganz schnell platt. Okay, Berufsstufe wieder gestiegen. Sehr schön. So, weiter, 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 weiter. Ein Kampf nach dem anderen hier auf einmal. Ich verstehe es gar nicht. Oh. Ach, ihn hatten wir auch noch nicht. Einen Djinn. Wir beschwören wieder etwas. Nehmen wir diesmal nochmal... Nehmen wir doch mal Aqua. Leviathan sieht mich sehr schön aus.
Sehr gut. Ich finde, Leviathan sieht ziemlich geil aus. Finde ich so optisch, gehört für mich zu den coolst aussehendsten. Und ist ja auch eines der stärkeren Fuma-Anzug. Huch. Was haben wir denn hier jetzt? Einen Fuma-Anzug. Für wen ist der? Ist der für den Ninja? Hat Emma mittlerweile was für einen Kopf? Nö. Hier, für sie ist das. Ah, warte mal. Wir haben hier Abwehr 30. Dann ist das doch besser. Cool, hat sie einen Fuma-Anzug an. Enthielt Weißmorschus. Okay, ich glaube, wir haben alles. Jetzt gibt's da vorne auch noch... Ich schneide das mal raus hier. Hartnäckiges Vieh. Jetzt haben wir da links und rechts eine Tür. Ich will jetzt mal gerne wissen, was hier ist. Was? Oh, nice Schlüssel. Er hat funktioniert. Wir sind fast da. Seid stark. Okay, ich weiß nicht, wo es da lang geht und ich weiß nicht, wo es hier lang geht. So, da bin ich wieder. Und jetzt gehen wir nochmal zu der mittleren Tür hier. Ich hoffe, ohne Angriff. Hier können wir jetzt auch reingehen. Was ist denn jetzt aber hier? Und was ist da? Hey, es passiert etwas. Wahrscheinlich auch der andere Schlüssel, den wir bekommen haben. Das ist der Weg hinein. Der Schlüssel, den Doga uns gab, hat funktioniert. Auf geht's. Nein, ich will nicht weg. Ich will noch nicht weg. Das verbotene Land Eureka. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir am besten hingehen. Zurück können wir ja anscheinend noch. Hi, das wird jetzt interessant. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Wir nähern uns dem Ende. Bis dann.